Guten Tag, wir befinden uns hier in Katzenklinik in Hirschberg mit Frau Faller, unsere Endoprothese, Hüftendoprothese-Patientin. Frau Faller, wie kam es dazu, dass Sie bei uns das uns gefunden haben? Was war der Hintergrund Ihrer Suche nach einer OP? Ja, mein Hintergrund war folgender: Ich habe schon mehr Hüftbeschwerden gehabt. Mir war es auch bekannt, dass das also das rechte Hüftgelenk für der angeschlagen ist. Also dringend aus dem Hüftgelenk ist. Aber das war einfach durch Zeitgründe, finanzielle Gründe, waren einfach, dass die OP in Deutschland eben nicht in die Gänge brachte. Jetzt aber wurde es so schlimmer, dass ich eigentlich relativ schnell eine Lösung finden musste. Und ich fand gerade über Internetrecherche. Gut, und was mir eben ganz gut gefallen hat, man konnte sich sehr schnell auf einen Termin einigen. Das war sehr kurzfristig. Das heißt, das kann man so flexibel mit dem Termin. Ja, genau. Und dann habe ich entschieden, ja, dass ich das probiere. Ich habe natürlich noch recherchiert im Internet, wie sind die Bewertungen und alles. Natürlich, die Bewertung war ein Thema, der Preis vielleicht. Ja. Preis war auch ein Thema, natürlich sehr viel günstiger als in Deutschland, würde ich sagen. Und sehr, sehr positiv überrascht. Ja. Und für wie lange sind Sie genau hier geboren jetzt? Bitte? Wie lange kam Sie? Wie lange sind Sie hier geboren? Ich bin jetzt insgesamt am 1. Dezember an und ja. Fliege jetzt am 12. Dezember zurück. Achso, also 12 Tage alles zusammen. Genau. Und in diesen 12 Tagen hatten Sie die komplette Voruntersuchung, die Konsultationen, die Beratung, die OP. Alles komplett, ja. Und sagen Sie bitte, wie viele Tage nach der OP waren Sie im Krankenhaus? Krankenhausaufenthalt? Ich war von Freitag bis Donnerstag war ich im Krankenhaus und dann hatte ich noch eine kurze Unterhaltung mit dir. Ach so. Bis Montag. Ja. Verstehe. Und so wie ich verstehe, ist das Physiotherapieprogramm zusammen in einem Paket. Genau. Die Physiotherapie startet direkt im Anhang zur OP. Okay, ja. Und mit uns ist Frau Marta Dienig, unsere Physiotherapeutin. Sagen Sie bitte, Frau Wenig, wie ist das? Der Patient wird schon, die Physiotherapie startet schon im Krankenhausbett? Genau, die Physiotherapie startet sozusagen zwei Tage nach der Operation. Wir stehen den Patienten auf, machen die ersten Schritte. Wenn der Patient sich schon besser fühlt, machen wir die Lernschule. Wir machen auch Übungen im Bett und außerhalb des Betts, auch um die Kreislauf und die Atmung in Gang zu bringen. Ja. Pneumonie, Thrombose, Prophylaxe nennt sich dann das. So sieht es aus im Krankenhaus. Das heißt, an jedem Tag hat der Patient Physiotherapie? Wir kommen jeden Tag, meistens zweimal, manchmal dreimal, je nach Patient. Ja. Manche Patienten brauchen mehr Fürsorge, sag ich mal, andere kommen schneller alleine zurecht. Ja. Verstehe. Und ganz einfach auch spezialisierte Geräte, die ein bisschen spezieller auf die DH zu gehen, oder ist die erste Reha nach der OP eher eine klassische? Die Reha nach der OP direkt im Krankenhaus ist eher sehr klassisch. Ja, da werden keine Geräte benötigt. Höchstens nach dem Haus, Krankenhausaufenthalt, wenn Patienten dann zu uns kommen, ja, dann stehen uns alle Geräte zur Verfügung. Ich verstehe. Das heißt, Frau Faller, fühlen Sie die ersten Effekte? Wie fühlen Sie sich nach der OP? Ich bin überrascht. Toll. Schmerzen sind. Ich habe heute nicht gedacht, dass ich dann wieder praktisch selbstständig schon so wieder gehen kann und Schmerzen halt die festen Grenzen. Absolut. Das hatte ich mir auch viel schöner vorgestellt. Ja, das freut mich zu hören. Dann sagen Sie bitte, zum Schluss würden Sie Katzen weiterempfehlen an andere Patienten, die vielleicht selbstversichert sind, in Privatversicherungen in Deutschland, aber wo die Selbstbeteiligung halt höher ist als das ganze Paket? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall würde ich das jetzt empfehlen. Das ist also ganz, ganz tolle Sache, das ist eine absolut tolle Arbeit, die hier geleistet wird von Ihnen in jeder Hinsicht. Ganz tolles Haus, tolle Personal. Tolles Personal, wirklich, also ich würde es jedem jederzeit weiterempfehlen und werde es auch machen. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich für dieses Interview hier im KZM in Hirschberg. Danke sehr.